Freunde. Hier ist er, unser Generalsekretär Michael Schnedlitz. Ich glaube, da sind mehr Leute heute am Stephansplatz, als die Grünen überhaupt noch Wähler haben. Und gut so! Da spürt man, da liegt was in der Luft. Da liegt in der Luft eine riesengroße Chance auf eine positive Wende. Die Chance auf 5 gute Jahre. Die Chance, damit endlich wieder Politik für die Leute gemacht wird, für und nicht die ganze Zeit Schnurkot dagegen, wie das die letzten Jahre der Fall war. Und genau aus dem Grund haben wir auch heute jemanden mitgebracht, weil wir der Meinung sind, ihr habt sie noch verdient, die Kraft, die ganz tief da drin noch ein Herz für die Menschen hat. Weil wir der Meinung sind, ihr habt sie noch verdient, die Kraft, die sie nicht verbirgen können, die sie nicht kaufen können und die sie nicht aufhalten können, egal wie sehr sie es auch gravieren. Eine Kraft, die noch an eurer Seite steht. Herbert Kickl heißt die Kraft, der steht bereits neben der Bühne und noch nie mit aufgekommen. Volksverräter, das wird wieder das Motto sein, liebe Freunde. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt übermorgen anlegen mit dieser Einheitspartei, wo immer alle mit dabei waren, wenn es grauslich geworden ist für euch. Die Schwarzen, die Grünen, die Roten und die Rosenroten, immer alle waren sie mit dabei. Aber jetzt können sie nicht mehr vor euch davonlaufen. Jetzt seid ihr am Wort, liebe Freunde. Jetzt können sie ihnen die Rechnung präsentieren. Die Rechnung für den Corona-Wahnsinn. Wo sie euch die Kontrolle nehmen wollten, euch und euren Liebsten. Wo sie euch schlimmer behandelt haben als Verbrecher. Wenn du in Wien zur Schickeria fährst, dann kannst du zu Hause zigtausende Kinderpornos horten und du wirst keinen einzigen Tag eingesperrt. Euch alle haben sie eingesperrt, eure Kinder, euch selbst, eure Liebsten. Schlimmer behandelt als Versprecher, aber hört gut zu, übermorgen, da schlagt das Schlagerl zurück. Jetzt könnt ihr euch bedanken für den Impfzwang, wo sie euch die Selbstbestimmung über euren Körper nehmen wollten. Das Letzte, das einem Menschen bleibt, wenn man ihm das letzte Hemd genommen hat. Jetzt könnt ihr ihnen die Rechnung präsentieren für das Opfern der Neutralität, für die Sanktionen, für das Hineinführen Österreichs in einen Wirtschaftskrieg, für die CO2-Steuer, für die OF-Zwangssteuer und all dem, was schlussendlich in der Teuerung mündet. Und das ist das Wichtigste, ihr könnt all denen, die das aufgeführt haben, den Stecker ziehen und stattdessen etwas sicherstellen, was es dringender braucht denn je. Einen Kanzler aus dem Volk für das Volk. Einen echten Volkskanzler. Einen Volkskanzler, der Herbert Kickl heißt und er wird wieder gerade rücken, was diese gesamten Verrückten verrückt haben. Und dann ist noch die große Chance da, das mit der Rechnung gehört auch dazu, dass wir sicherstellen, dass wir die dringend nötige Wende schaffen. Jetzt ist die große Chance da, sicherzustellen, dass so etwas wie bei Corona nie wieder, aber auch wirklich nie wieder passiert. Und diesen elektronischen Impfpass am Tag 1 wird er auch wieder Geschichte sein. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir die große Chance haben, aus dieser Kriegstreiberei auszusteigen.
Der Plan von unserem Herbert Kickl, der ist so einfach, aber so stark, der lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Neutralität. Wenn es einfach nötig ist, aus dieser Kriegstreiberei auszusteigen. Nicht, weil wir freiheitliche Putin-Freunde sind. Aber in aller Deutlichkeit, wir sind auch keine Zelensky-Freunde, wir sind auch keine Amerika-Freunde und keine NATO-Freunde. Wir Freiheitliche, wir sind Österreich-Freunde und Österreich verstehen, dass der Zeit hat, dass wir den Hochpreis für Kriegstreiberei und Sanktionen bezahlen müssen. Und dann haben wir noch die große Chance, etwas zurückzurutschen, was schon Jörg Heiner damals durchschaut hat, dass es eine Schieflage ist. Das ist, dass immer auf Knopfdruck für die gesamte Welt ein Geld da ist, aber nie für die eigenen Leute. Auf Knopfdruck über 3 Milliarden für den Ukraine-Krieg, nur aus Österreich, von einem Steuergeld. Ich frage euch jetzt, wo geht irgendwas auf Knopfdruck für die eigenen Leute? Für unsere Frauen, für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Pensionisten? Da geht nie irgendwas auf Knopfdruck. Oder weil in Niederösterreich und in Wien gerade Hochwasser war und in anderen Teilen Österreichs, wenn in der Türkei unten ein Erdbeben ist, auf Knopfdruck, über Nacht, erinnert euch zurück, Millionen runtergeschickt. In Österreich kann der Gaspreis zum Hals stehen, da geht auch noch nie etwas auf Knopfdruck, wenn du zum Schluss überhaupt etwas bekommst, liebe Freunde. Das Einzige, was dieser Nehammer macht, ist im Weg herumzustehen, in den Krisenstäben und den Leidensaug in die Augen zu streuen, aber folgen tut dem Ganzen nichts. Und auf Knopfdruck ist immer ein Götter für die gesamten illegalen Zuwanderer in unser Land. Für die Angestellten, für die Arbeiter, für die Bauern, für die Fleißigen im Land, für die Unternehmer, da geht nichts auf Knopfdruck, für die Zuwanderer schon. Und da muss man sich vorstellen, was die ÖVP in ihrer Verantwortung verursacht hat die letzten Jahre. 250.000 Illegale hat sie in unser Land geholt, Asylanten, da sind die ganzen Ukrainer noch gar nicht dabei. 250.000, das sind mehr als der 10. Bezirk Favoriten plus der 9. Bezirk Einwohner haben, nicht ein paar Zöte oder Heime. Mehr als der 10. und der 9. Bezirk Einwohner haben, jedes Haus, jede Wohnung, jedes Zimmer, jedes Bett. 250.000 in unser Sozialsystem, obwohl die noch nie was eingezahlt haben, während unsere Pensionisten, die ihr Leben lang gearbeitet haben, jetzt mit Armut kämpfen. 250.000 in unser Krankensystem, die noch nie was eingezahlt haben, während ihr, wenn ihr einmal eine gesundheitliche, medizinische Behandlung braucht, so ordentliche, ewig auf einen Termin warten müsst, und das nur in den letzten Jahren. Ich sage euch, das kann sich nicht ausgehen und das müssen wir auf die richtigen Füße rutschen. Und genau deshalb kann ich auch schon nicht mehr hören, wenn die ÖVP dann hergeht und sagt, wir brauchen ja diese gesamten Zuwanderer, weil unter die eigenen Leute, damit man es euch, da gibt es so wenig hochqualifizierte Facharbeitskräfte, deswegen brauchen wir die ganzen Syrer und Afghanen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie das funktionieren kann. Wahrscheinlich, wenn er einen Nasenbohren kann, ist er HNO-Arzt und wenn er einen Zehennägel schneiden kann, ist er eine Torpede. Sonst geht sich das Ganze vorne und hinten gar nicht aus. Liebe Freunde, die Wahrheit ist, Qualifikation haben sie versprochen, aber Testosteron ist gekommen. Wenn du heutzutage in Wien einen Polizeibericht liest, dann hast du schon fast mehr Nationalitäten drauf als auf der Teilnehmerliste der Olympischen Spiele. Und das ist nicht das Österreich, das wir Freiheitliche für euch wollen. Wir wollen ein Österreich, ganz einfach beschrieben, wo zuerst der Österreicher was zählt. Dann kommt der Österreicher, der Österreicher, der Österreicher, der Österreicher. Dann kommt lang nichts und dann kommt erst der Rest der Welt. Liebe Freunde, Sonntag wird eine einfache Entscheidung getroffen. Zwischen Politikern, die es nicht gut gemeint haben mit euch die letzten Jahre, und zwischen unserem Herbert Kickl, dem Einzigen, der auf eurer Seite steht.
zwischen Politikern, die glauben, sie sind da oben, wie der Karl Nehammer und sind was Besseres, und da unten, da ist der Böbel, das Volk, das kann man knechten und beundert, alle behandelt. Liebe Freunde, wir Freiheitliche, wir wissen, wer unser Chef ist. Mein Chef, der steht heute da vor mir. In einer Demokratie ist das Volk der Chef. Wir haben euch zu dienen und nicht umgekehrt. Wisst ihr, und heutzutage ist es schon längst nicht mehr modern, aber mir hat meine Oma, meine Großmutter war stets mitgegeben auf den Weg, wie ich noch ein Kind war. Ich will euch das bitte noch sagen zum Abschluss. Mir hat meine Großmutter mitgegeben auf den Weg, dass man als Kind so etwas wie einen Schutzengel hat. Das ist für Kinder deshalb so wichtig, weil egal wo das Kind dann hingeht, da fühlt es sich beschützt, behütet und hat so eine Art Urvertrauen ganz tief da drinnen. Und die anderen Parteien, die haben die letzten 4 Jahre geschafft, dass sie den Menschen dieses Urvertrauen nehmen. Von den Jungen bis zu den Alten. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo man den Menschen dieses Urvertrauen wieder zurückgeben muss und damit endlich ein Herbert Kickl kommt, der ein Beschützer ist für die Leute und nicht ein Knecht der Millionen, die es die letzten Jahre waren. Aber nur gemeinsam. Liebe Freunde, ihr seht alle bei den Umfragen, den sollte man jetzt für glauben, aber es wird knapp. Nur gemeinsam können wir übermorgen diesen Kraftakt bewältigen. Genau wie damals beim Impfzwang. Es war damals ein allein auf der Straße, wäre nichts wert gewesen und der Impfzwang wäre gekommen. Aber 1 + 1 + 1 + 1, das schafft dann einen Kraftakt. Genau die Verbindung, die alles bewegen kann. Und am kommenden Sonntag ist es wieder so. Da geht es auch wieder. Alle starten bei 0. Und am Abend wird zusammenkriegen. 1 + 1 + 1. Genau deshalb bitte ich euch und verspreche ich euch, wenn wir alle zusammenhalten, die da heute auf diesem Stephansplatz stehen und darüber hinaus, wenn ihr ein bisschen mit euren Bekannten und Verwandten noch redet, wenn ihr heute heimfahrt zu den nächsten 48 Stunden und denen sagt, wenn wir alle zusammenhalten, die ganz tief da drin noch spüren, dass sie nicht der Knecht oder der Untertan von irgendeinem Politiker sind, wenn wir alle zusammenhalten und zusammenhelfen, die noch spüren und die noch wollen, dass unsere Kinder eine Zukunft haben müssen und dass unsere Altvorderen in Würde altern dürfen müssen. Wenn wir alle zusammenhalten, die nicht wollen, dass in wenigen Jahren das verloren wird, was unsere Eltern und Großeltern über Jahrzehnte aufgebaut haben. Liebe Freunde, dann verspreche ich euch, dann wird es am kommenden Sonntag gut ausgehen und dann werden wir es überholen vom Hohen Ross. Und jetzt schließt sich der Kreis, dann wird ein Volkskanzler Herbert Kickl dafür Sorge tragen, dass endlich wieder Politik für euch gemacht wird und nicht gegen euch. Er wird dafür Sorge tragen, dass es euch endlich wieder besser geht. Liebe Freunde, ich bitte euch, halten wir jetzt zusammen, geben wir wirklich mit ein paar SMS, ein paar Anrufe, ein paar Gespräche, jede Art noch einmal alles. Ich glaube an jeden Einzelnen von euch, wie ich auf unseren Herbert Kickl glaube. Ich glaube an die Republik Österreich. Leiten wir übermorgen gemeinsam diese positive Wende ein. Ich bitte euch, drücken wir gemeinsam an. Zeigen wir dieser Partie, aus welchem Holz das Volk geschnitzt ist. Und lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben. Yeah.